Willkommen beim iWorkplace. Ich zeige Ihnen, was Sie in Not machen können, wenn Sie das Passwort des Speichersticks vergessen haben. Mein Name ist Birni Lehner. Stecken Sie Ihren Speicherstick bei Ihrem PC ein, solange Sie das Passwort noch kennen. Klicken Sie hier auf Laufwerk entsperren und hier oben das Passwort ein. Und entsperren. Hier sehen Sie alle Daten, die auf diesem Stick sind. Suchen Sie jetzt bei der Lupe nach BitLocker. Also ich tippe hier ein BitLocker. Das erscheint bereits hier. BitLocker verwalten. Und hier unten erscheint wieder der Name meines Sticks. Also der ist im Moment aktiviert. Ich klicke hier drauf und sage, ich möchte einen Wiederherstellungsschlüssel sichern. Okay? Und hier möchte ich die Datei nicht speichern. Ich möchte die nicht auf meinem PC speichern, sondern ich möchte die ausdrucken. Also Wiederherstellungsschlüssel drucken. Microsoft Print to PDF, perfekt, drucken. Es druckt nicht wirklich, sondern es speichert diese Datei. Ich kann dieser Datei noch einen Namen geben. Schlüssel für Stick. Und geben Sie doch dem Stick noch einen passenden Namen. Vielleicht haben Sie ja verschiedene Sticks. Speichern Sie die Datei, abbrechen. Es ist nämlich bereits gemacht. Und wenn ich hier hinten nun nachsehe unter Dokumente, sehe ich den Schlüssel für Sticks. Ich klicke mal doppelt hier auf diesen Schlüssel und habe hier einen Code, der mir in der Not hilft. Speichern Sie diese Datei nicht auf Ihrem PC. Speichern Sie die irgendwo, auch nicht auf dem Stick. Oder noch besser, drucken Sie diese Datei aus und legen Sie diese Datei irgendwo ab für den Notfall. Sollte der Fall tatsächlich einmal eintreten, dass Sie das Passwort vergessen haben, dann gehen Sie wie folgt vor. Stecken Sie den Stick wieder ein, gehen Sie wiederum auf Laufwerk entsperren und hier auf weitere Optionen und tippen Sie den Wiederherstellungsschlüssel ein. Hoffentlich haben Sie den noch. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Fotografieren Sie mit Ihrem Handy den Schlüssel, dann haben Sie ihn immer dabei. Das war's.